ist ein Zufallsgenerator, also der generiert 6-Bit zufällig Zahlen. Also erstmal drücke ich ein paar Mal. Zum Beispiel bei der letzten Generierung hat er bei mir eine 34 ausgegeben. 49. 49, das ist 110001, binär gesehen. Die 40, 30, die ist 011110. Das war jetzt eine 6-Bit. 5-Bit wäre es ja 11110. Und jetzt generiert er nochmal eine Zahl. L, das ist ja 001011. Also mit 6-Bit, also 1101. Na, 1101 wäre 13. Aber so 11 hat er jetzt generiert. Auf jeden Fall sind das 6 einzelne Bits. Jetzt hat er zum Beispiel 04 generiert. Da wird keine 0 angezeigt. Stelle mal kurz die Zeit auf 0. Zack, 55. Das ist ein zufälliger Generator. Den könnte man auch noch erweitern, würde ich sonst dann vielleicht als ganz viel Bit-Generator, also das ist noch Toggle Downfall. Dann würde ich sonst einen daraus noch viel mehr Bits herstellen. Daraus einen schönen Zufallsgenerator herzustellen. Und dann zeige ich euch mal kurz die Schaltung. Also ich muss hier mit 1.8 muss ich ja, ich war ja ursprünglich, na, ich stelle mal die Geschwindigkeitsgrade auf friedlich. Aber ursprünglich waren ja hier drinne Türen, eigentlich da die steckbar waren, musste ich hier Minecraft hinsetzen. Deswegen würde ich das sonst erneut als Download dann freigeben, diese Welt. Also hier geht's runter. Eins werde ich den Download erst freigeben, wenn ich auch 10 Likes auf dem Video habe. Aber erstmal geht's los mit der Schaltung. Also der Knopf wird hier durch vielfache Invertierungen jetzt hier nach unten gebracht und hier geht es an. Das ist ein Zufallsgenerator, weil wenn hier der Lore rausgeht, wird hier eine 1 ausgegeben. Wenn der Stein ausgegeben wird, wird eine 0 ausgegeben. Weil die Stärke des Signals ist unterschiedlich. Wenn ein Stein reinkommt, dann wird kein Signal. Lore gibt ein drei starkes Signal ab. Und das wird einfach hier 6-mal zufällig generiert zwischen 0 und 63. Also er kann auch eine 0 anzeigen. Also eine einzige 0 ist auch möglich. Dies hier war nur zu Testzwecken. Braucht man nicht beachten. Aber wenn das hier so ist, sind diese D-Flip-Flops hier. Man sieht ja hier, da wird immer die Binärzahl rausgeneriert. Das hier ist die 32, 16, 8, 4, 2, 1. Das wird hier von den D-Flip-Flops ist das Signal so. Hier wird das Signal erst ausgehen. Das Speichersignal. Erst danach geht dann das oben an. Das heißt, hier wird das sondern dementsprechend an oder ausgemacht. Dementsprechend ist jetzt hier nur die 4-Leitung an, mit der 59 angezeigt werden. Ist auch. Und wie aus der binären 59, also 111011 eine 59 auf dem Display wird, ist erstmal, geschieht hier in 3 Schritten. Der erste Schritt ist hier aus der Binärzahl eine BCD-Zahl zu machen. Das funktioniert so, wenn die Zahl, die hier reinkommt, größer als 5 ist, also 4 oder 5 oder größer, das heißt 5, 6, 7, 8, irgendwas alles möglich ist, werden 3 drauf addiert. Das heißt, hier ist eine 7 und es wird 3 drauf addiert, kommt dann eine 10 raus. Also bei dem hier ist eine 4. 4 wird bei einer 4 belassen hier. Hier ist zum Beispiel eine 9. Und die 9 wird zu einer 12 umgewandelt. Und dann wird entsprechend hier, das ist dann der BCD-Code am Ende ausgegeben. Das hier ist 40, 20, 10, 8, 4, 2, 1. Also das heißt hier, bei der 10er-Leitung ist die 40 und die 10 an. Das heißt, 4 und 1 gibt eine 5 auf dem 10er-Display. Und hier ist die 8 und die 1 an. Das heißt 9. Und die 9 zeigt die 9 auf dem Display an. Das ist Schritt 1. Schritt 2 ist hier so, ein Decoder, der nochmal sozusagen diese BCD-Binärzahlen in Dezimal umkodiert, also dekodiert. Die Sachen werden ja hier oben dekodiert.
Hier geht ja die 9 rein, wenn wir das ja von so betrachten. Und da 0, 1, 2, 6, 9 hier. Hier ist die 9 an. Es geht hier runter. Und das ist hier bei der 5 genauso. Also hier ist zwar auch 6, 7, 8, 9, obwohl die 7, 8, 9 hier gar nicht gebraucht werden. Weil der ja nur bis 63 dekodiert. Und dann geht es hier weiter mit so einem Decoder. Der wandelt die Dezimalzahlen in so 7-Segmentzahlen um. Und diese 7-Segmentzahlen werden dann hier in die richtigen Segmente ans Display geführt. Bei der 9 müssen natürlich hier alle Segmente außer das unten links an. Bei der 5 muss dann das oben rechte auch weg sein. Und das war es eigentlich schon mit der Schaltung. Ich werde noch zweimal draufdrücken und werde damit mich verabschieden. Hoffen wir, dass das Video euch gefallen hat. Das zeigt es mir mit Liken und Teilen. Jetzt hat er zum Beispiel eine 3 generiert. Und wenn es euch gut gefallen hat, dann auch abonnieren. Auch wenn ich, oder ich kriege auch 15, na, 5 Abos von dem Video, auf dem Video, und dann werde ich jetzt ebenfalls als Daumenfrage geben. Entweder 10 Likes oder 5 Abos auf dem Video. Bis dann und ciao.